herzlich willkommen zu Part 6 von Let's Play The Sims 3 Inselparadies. Wir sind hier zurück bei Familie, ja, bei Ariel und bei unserer lieben Esther. Wir können ja noch nicht sagen Familie, denn Familie sind sie ja nicht wirklich. Im letzten Part ist Esther nämlich dazugekommen, die neue Mitbewohnerin von Ariel. Falls ihr den Part noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr euch den unbedingt anschauen. Ich habe gerade mal unser Haus begutachtet, weil es einfach echt wunderschön ist. Also ich finde, dafür, dass es der 6. Part ist, haben wir ganz schön hier was erreicht. Ich meine, gut, Esther ist eingezogen und dadurch hatten wir nochmal viel Geld. Aber ja, ich fand es ganz cool. Und ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass ihr Esther erstmal ziemlich cool findet. Ihr habt es alle sehr gut aufgenommen. Und ja, meinen Plan mit Prinz Erik fandet ihr alle auch sehr cool. Dass sie halt so eine Hinterlistige ist. Also sie tut vorne rum so auf eine total nette und ist mit allen befreundet und will niemandem was Schlechtes. Und wir haben ja herausgefunden, dass Prinz Erik eine Freundin hat. Sie heißt Carly, glaube ich. Warte, ich schaue nochmal kurz. Genau, sie heißt Carly. Und naja, Esther gefällt das natürlich nicht so richtig und sie wird dafür sorgen, dass Carly verschwindet, nennen wir es mal so. Und ich habe mir da auch schon ein bisschen was überlegt. Das ist ein bisschen krass und crazy von mir, aber das muss doch auch mal sein. Und das ist ja auch hier nicht das echte Leben und wir sehen das jetzt alles mal hier als Schachts, okay? Dankeschön. Das werdet ihr dann später sehen. Auf jeden Fall hat Esther sich schon ziemlich gut mit Prinz Erik angefreundet. Dann hat noch jemand geschrieben, ich lasse sie mal aufstehen, fällt mir gerade auf. Sie ist sehr spät ins Bett gegangen, also sie hat sehr schlechte Laune. Dann hat noch jemand geschrieben, dass sie sich ja auch so mit allen Stars anfreunden kann. Und dann so mega berühmt ist und halt so tut, als wenn sie so mega nett wäre. Und hintenrum ist sie aber halt echt richtig böse. Und ja, das habe ich jetzt so vor. Ich hoffe, das gefällt euch auch so, weil ich finde das ziemlich cool, dass wenn sie dann noch tatsächlich, ich muss kurz meinen Kopfhörer ein bisschen lauter machen, wenn sie dann tatsächlich auch noch so berühmt ist und sowas, das finde ich ziemlich cool. Da muss sie sich auf jeden Fall dann noch ein bisschen mehr mit allen anfreunden und sie möchte eine gute Freundschaft mit Erik etablieren. Warum hatte sie eine Brille auf? Keine Ahnung. Okay, dann geh noch eben pieseln. Ich weiß nicht, ob du es noch schaffst, auf Toilette, was zu essen. Ariel liegt noch friedlich hier in ihrem Bettchen und genießt diesen wunderschönen Montagmorgen. Und ich habe gerade schon ins Meer hinausgeguckt und die Haie schwimmen sehen. Ich glaube, jetzt sind sie weg. Ja, ich möchte aber auf jeden Fall, ach doch, da ist noch, da sind sie. Ich möchte auf jeden Fall noch mehr mit Ariel tauchen gehen. Sie ist ja jetzt Level 3, was sehr, sehr gut ist. Aber da müssen wir auf jeden Fall noch weiter dran arbeiten, bevor sie dann zu einer Meerjungfrau werden kann. What is this? Esther! What the fuck? Okay, wir gucken mal, ob wir das nicht vielleicht ändern können, denn ich denke, das wird ihre Arbeitskleidung sein. Damit bin ich aber nicht ganz einverstanden. Und ja, das ist das erste Video nach meiner einwöchigen Nicht-Pause, aber ich habe keine Videos hochgeladen, weil ich ja in Berlin war und es dann leider nicht mehr geschafft habe, vorher noch Videos aufzunehmen, weil ich ja noch ein Angebot hatte, ein Lehrerangebot, wo die Lehrerin kam, mein allerletztes und es war sehr gut, ich habe eine 1 bekommen und jetzt habe ich es fast geschafft. Jetzt kommt nur noch meine Abschlussprüfung sozusagen und dann bin ich fertig. Und auf jeden Fall war ich ja in Berlin und hatte dort ein kleines Fantreffen, da werde ich aber in einem anderen Video nochmal drüber sprechen und es war einfach wundervoll. Also an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an alle, die dort waren. Es war einfach, oh mein Gott, es war so schön. Und ja, ich hoffe, dass ich das jetzt öfters machen kann und schreibt mir mal in die Kommentare, in welche Städte ich kommen soll. Ich werde jetzt nicht extra dran für Fantreffen anreisen, aber wenn ich dann mal in diesen Städten bin, dann kann ich ja auch mal sowas machen, wenn ich sehe, dass da viele herkommen. Erstmal wird sie ja wahrscheinlich so ein bisschen als so Sekretärin oder sowas arbeiten, oder? Das finde ich nämlich dann so ganz cool. Da finde ich den Rock dann auch gar nicht schlecht zu. Aber ein paar Schuhe kriegt sie auf jeden Fall auch noch. Und ja, und dann haben wir in der Zeit jetzt auch schon wieder innerhalb von ein paar Tagen fast die 42.000 erreicht. Also ich glaube, wir sind jetzt gerade, wo ich das aufnehme, bei 41.700 oder sowas. Und es ist einfach so, so crazy. Auf einmal geht das hier alles ganz schnell und wir rasen auf die 50.000 zu und darauf bin ich überhaupt nicht vorbereitet. Also bitte slow down, people. Nein, Spaß. Also ich freue mich natürlich unfassbar auf die 50.000, aber oh, das ist so, so, so krass. Okay, wie wäre es mit so geschnürt? Oh mein Gott, das ist ein bisschen viel. Bitte nicht. Aber sowas finde ich eigentlich nicht schlecht, aber vielleicht
Wenn die dann in schwarz sind. Yep, das gefällt mir gut. Da passt die Brille dann nämlich auch zu tatsächlich, dass sie so ein bisschen seriöser aussieht. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wollt, dass sie auch eine Meerjungfrau wird. Okay, weil ich ja dann mit ihr auch die Taucherfähigkeit noch erreichen müsste. Und das wäre, glaube ich, ziemlich viel. Aber schreibt es mir gerne. Ich weiß ja nicht, ob es vielleicht auch ohne die Taucherfähigkeit geht. Ich habe keine Ahnung. Also schreibt mir das gerne alles in die Kommentare. Und wenn du es benutzt hast, dann kannst du es gleich mal säubern, wenn du schon dabei bist, meine Liebe. Und dann werden wir es heute strikt ignorieren, dass sie Synchrogramme bekommt, vielleicht eventuell. Weil ich möchte gerne tauchen gehen. Da kommt unsere Post. Wir müssen wahrscheinlich Rechnung bezahlen. Habe ich recht? Yep, wir müssen Rechnung bezahlen. Das machen wir gleich, wenn wir schon mal hier im Flow sind, ne? Dann können wir auf jeden Fall gleich nochmal an der Dings hier tauchen gehen. Ich glaube, das ist ja die Station, wo wir tauchen können. Ist das richtig? Welche ist denn das hier nochmal? Show it to me, baby. Felsenriff, genau. Da können wir dann nämlich gleich mal nochmal tauchen gehen. Und vielleicht ein paar Fische einsammeln und so und Geld bekommen. Und dann kann ich euch ja schon mal ein bisschen jetzt so anteasern, was ich angedacht habe. Also, ich habe ja gesagt, dass wir dann dafür sorgen werden, dass Carly stirbt. Und das geht bei Sims ja ziemlich einfach. Also eigentlich muss man den Sims einfach nur was in die Quere stellen und dann ja, kommen sie nicht mehr an ihre also können ihre Bedürfnisse nicht mehr stillen. Und ja, deswegen dachte ich, vielleicht könnten wir das klingt so makaber, wenn ich es ausspreche, aber vielleicht könnten wir so einen Keller bauen auf unserem Grundstück. Und da halten wir gar nicht angefangen, bis sie stirbt. Oh mein Gott, das ist so mies, ne? Aber, naja, das war so das, was ich angedacht habe. Ihr könnt mir ja mal gerne schreiben, ob ihr das eine Nummer zu heftig findet. Weil ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Aber schreibt mir das bitte gerne, weil das interessiert mich ja immer. So, und ich wollte auch nochmal mich dafür bedanken, dass diese ganzen Challenges so mega gut bei euch ankommen. Also ich bin wirklich geflasht und es macht mir unfassbar viel Spaß. Ihr merkt das vielleicht. Oh mein Gott, so viele Fische! Fischis! Ja, also vielen Dank. Ich habe auf jeden Fall jetzt vor, noch mehr zu machen. Ja, wir können gerade nicht, Frau Hamede. Oh, und sowas da. Das fangen wir natürlich auch. Wir nehmen alles mit, was uns Geld in die Taschen bringt. Ist das auch was? Yay! Ja, wir können gerade nicht. Wir können gerade nicht singen. Wir sind hier unter Wasser und sammeln alles ein. Und ich würde sagen, dass wir, wenn wir jetzt die Fische eingesammelt haben, dass wir uns dann das erste Mal auch in die Höhle trauen. Ich glaube, da waren wir noch nicht drin, oder? Waren wir letztes Mal in der Höhle? Oh, hi! Oh mein Gott! Oh mein Gott, hi! Salty Seaworth. Oh mein Gott. Hi. Bist du eine Meerjungfrau ohne Flosse? What the fuck is wrong with you? Oh mein Gott. Einen Aal im Wert von 857 Simoleons? Oh yeah. Okay. Das hat uns sehr viel hier gebracht. Die Karimuschel. Oh, ich bin glücklich, Leute. Es bringt immer was, wenn wir hier unter Wasser unsere ganzen Sachen finden. So, jetzt mach mal hin, damit wir hier auch die Meerjungfrau begrüßen können, beziehungsweise uns mit ihr anfreunden können. Abalone, Abalone, Muschel, keine Ahnung. 310 Simoleons. Yay. Yay. So, wie schlägt sie sich denn auf der Arbeit? Du musst dich ja gar nicht hier anstrengen, sondern du kannst dich mit deinem Partner unterhalten. Denn das ist das, was wir eigentlich wollen. Also arbeiten musst du ja nicht wirklich. Hey, Boy! Komm her! Komm her! Wir wollen uns mit dir unterhalten. Komm her und rede mit uns. Hi! Na, Lu? Bist du jetzt hier... Wie kann ich das irgendwie von ihm ändern? Oh mein Gott, ist da ein Boot? Ich meine... Vielleicht kann ich das bei Stylus ändern. Wir schauen mal. Ich möchte, dass er eine Flosse hat. Ich möchte nicht, dass er so ein ekliges, komisches Wesen, was ohne... irgendwie sieht er komisch aus, oder? Was ohne Flosse rumschwimmt. Nee, anscheinend kann ich es doch nicht ändern, oder? Badekleidung vielleicht? Vielleicht das so? Ich bezweifle es. Yep, richtig bezweifelt. Okay. Anscheinend
müssen wir, also geht das nur, wenn man den Sim selber spielt. Und wahrscheinlich ist das einfach nur ein riesengroßer Bug hier wieder. Aber naja, egal. Der ist auf jeden Fall jetzt hier unsere erste Meerjungfrau, die wir hier treffen, sozusagen. Unser Meermann. Meerjungfrau Mann. So, ja, rede ruhig mit ihm. Ja, über. Nein! No! Du bist eine dumme Sau. Wirklich. Ah! Aber egal. Komm her. Kann der bitte hochkommen? Ich möchte mich mit ihm unterhalten. Oh, jetzt kann man niemand. Dann schnorchle einfach ein bisschen. Ich glaube, dadurch verbessert sich deine Tauchfähigkeit ja auch. Schnorchel bitte, girly girl. Schnorchel um dein Leben. Sie schnorchelt um ihr Leben. Und ich hoffe, dass kein Hai kommt. Guckt euch unser Haus da oben auf dem Hill an. Come on my way. Driving. Ihr habt das gesehen, oder? Dieser Sim, der da hinten auf dem Jetski fährt, stand gerade auf dem Jetski. Wer bist du? Matthew. Ich meine, vielleicht sollte Ariel sich in der Zeit, wo sie jetzt einfach hier noch ein bisschen unbeholfen in ihrer Welt rumläuft, vielleicht sollte sie sich ja auch noch einen anderen Mann suchen und nicht unbedingt nur Prinz Erik. Matthew, wo wohnst du denn? Vielleicht kannst du ja in der Nähe wohnen. Oh, und da hinten ist noch jemand am Strand, da gehen wir jetzt auch mal hin. Und geh mal schauen, wer du bist. Hello, how are you? Christopher Collins! What's going up, ey? Christopher Collins. Bist du Christopher Robin? Okay, nein. Ja. Mina, was laberst du eigentlich? Was laberst du eigentlich? Ich glaube, wir gehen jetzt mal hier den Job ausführen. Hör mal auf zu schnorcheln. Und verkaufen unsere Fische, damit wir Geld bekommen. Yeah. Ich weiß, ich wollte das eigentlich auch so ein bisschen sammeln, aber das kann ich mir nicht verkneifen, so viel Geld. Yes! So, wie lange arbeitest du denn noch? Ich wollte, dass du dich mit deinem Partner unterhältst. Oh mein Gott. Hallo? Mir ist egal, was die anderen denken. Ich finde dich heiß. Wo ist sie denn? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Okay, ist das Masao Hamada? Sie hat eine Jakobsmuschel. Oh, 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 hi, hi, hi. Nein, stopp, 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 stopp. Geh zu ihm, geh ihn nass spritzen und lerne ihn einfach kennen. Haben wir den jetzt auf dem Radar? Ja, da ist er. Salty Seaworth. Und ich hoffe wirklich, kannst du jetzt mal bitte aufhören zu schnorcheln? Bist du eigentlich dumm? Ich hoffe wirklich, dass er eine Meerjungfrau ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er ist keine Meerjungfrau. Naja, okay, wir gehen jetzt mal hier unser Singogramm erledigen. Tu es. Tu es für mich. Okay, Esther hat fertig gearbeitet. Sie hat 240 Simoleons verdient und hat eine Anfrage hier bekommen, dass sie doch bitte Beweise sammeln soll. Oh mein Gott, sie ist so müde. Das verbessert dann nämlich die Beziehung zu ihrem Chef und ihre Jobleistung. Und erstmal muss sie sich ein bisschen hier einschleimen. So, wo fahren wir denn jetzt hier bitte hin? Wo ist das Singogramm? Ist es? Ach, da, okay. Okidoki, Antischoki, hi. That's a beep song. Beep to the beep song. Beep to the boo. Pew! Sehr schön. Yay! Okay, ja, ich weiß, du hast Hunger, aber geh das noch eben ganz schnell machen. Und vielleicht ist sie ja dann irgendwie in der Stadt. Ah, nicht ganz in der Stadt. Aber dann können wir hier hochfahren und dann hat sie was zu essen bekommen. Okay, Garly. Okay, sie hat ihr Singogramm überbracht. Und ich lasse sie jetzt mal zum Sommerfest gehen. Denn da kann sie sich dann was zu essen holen. So, und du, hast du das auch erledigt? Ja, hat sie. Okay, dann geh doch nach Hause. Ach, du bist zu Hause. Okay, dann geh doch einfach schlafen. Wie wär's? Du bist doch eh müde wie sonst was. Geh einfach schlafen. Vielleicht kannst du dann heute Abend... Oh, sie möchte Karaoke singen. Okay. Vielleicht kannst du dann heute Abend noch ein bisschen mehr dich hier mit allen Leuten anfreunden. Aber ich weiß nicht, ob das heute so ihr Tag ist. Ich kann es verstehen, wenn man so müde ist. Aber wir schauen später mal. So, ja, sie hat unfassbar schlechte Laune. Wir brauchen was zu essen. Hello, please give me food. Essen kaufen, bitte. Ja, sie hat sich zu einem Ausflug in die Natur entschlossen. Ist es...
Negerion Arias. Aha. Ich dachte gerade schon, es wäre Prinz Eric, aber nope, he isn't. It isn't him. Oh nein, es regnet. Was ist das denn für ein Tag? Warum haben wir denn... Oh, das ist so traurig. Und warum sind hier keine Menschen? Doch, da ist ein Mensch, aber die hauen ab. Okay, wer bist du? Devin Hahn. Oh, oh, das ist der Chef von Esther. Wir essen natürlich Pommes. Ja. Hör mal auf zu heulen, guck mich an. Wir könnten uns natürlich auch ein bisschen an Devin Hahn ranschmeißen, ne? Unglaublich, Ariel Atlantica. Ach was, du musst doch nicht den vollen Preis bezahlen, weil du so unfassbar berühmt bist. Wer bist du? Alfonso Alto. Okay. Ich möchte ja, dass sie hier unbedingt noch ein paar Leute kennenlernt. Ich glaube, überspring mal den Abend und wir sehen uns dann am nächsten Morgen wieder. Oh mein Gott. Eric ist Vater geworden. Carly hat einen kleinen Jungen namens Owen zur Welt gebracht. Leute, ich raste aus. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Und wohnt Eric auch hier? Ist es sein Zuhause? Und das ist Carly Kloss? Oh mein Gott, Leute, es wird immer komplizierter. Weil, wie hieß sie nicht eben noch Carly Kloss? Verwechsel ich irgendwas? Habe ich irgendeinen falschen Namen im Kopf? Sie heißt Carly Goldberg. Ich bin verzweifelt. Was soll ich tun? Ich kann doch nicht die Mutter umbringen und das Kind... Okay, Esther wäre so eiskalt. Esther wird es als Unfall dastehen lassen, dass Carly traurigerweise gestorben ist und wird sich, weil sie einfach so lieb ist, um das Kind kümmern. Und so tun, als wenn es ihr eigenes wäre und eigentlich hasst sie es. Wir werden sehen. Wir werden sehen, Leute. Ein paar Tage hat Carly noch, denn Esther muss sich noch mit ihr anfreunden. Ich drücke jetzt direkt mal, dass sie hierher kommen soll. Hallo, kommst du bitte? Oh, sie liegt zwar noch im Bett. Oh mein Gott, mein Spiel leckt. Sie liegt zwar noch im Bett, aber sie kommt jetzt mal hierher. Sie ist eigentlich ausgeschlafen. Sie muss aber heute, glaube ich, arbeiten. Dann meldet sie sich unnötig krank. Hier ist sie. Und jetzt wird sie sie begrüßen. Und wird sich dermaßen bei ihr einschleimen. Okay. Ariel spielt anscheinend gerade Gitarre. Finde ich nicht schlecht. Kann sie ruhig machen. Das darf sie tun. Oh, Esther Allen hat Carly Goldberg beeindruckt. Sehr schön. Nein, wir wollen mehr mit dir sprechen. Wir wollen dich kennenlernen. Und dann machen wir natürlich ein Kompliment über ihr Haus. Es ist so wundervoll. Und lachen mit dir natürlich. Aha. Aha. Okay. Genau, ihr dürft euch jetzt mal da unterhalten. Auf jeden Fall ist Owen ein Zuckerstück. Ich habe noch ein bisschen Angst vor seinen Augen. Wenn ihr seht, dass er braune Augen hat, also das Weiße ist braun irgendwie, vielleicht könnte man das ja noch irgendwie ändern. Aber naja, mal sehen. Okay, wenn sie sich da mit ihr ein bisschen gut geredet hat, dann nimmt sie mal das Kind hoch und nimmt Owen hoch und kuschelt mit ihm. Geht zu dem Kind! Ariel hat schon Level 2 der Gitarrenfähigkeit erreicht. Das ist sehr cool. Sehr, sehr cool. Oh, yeah! Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Sieht Eric zu? Eric? Prinz Eric. Siehst du das, wie ich mich um dein Kind kümmere? Und dann schmeiße ich es auf den Boden. Oh, da ist ein Hund. Hi! Irina. Oh mein Gott. Hi. Oh, wie süß. Okay, dein Kopf ist ein bisschen überdimensional, aber süß. Sehr, sehr süß. So, geh mal zu Eric und sag nochmal Hallo, mein Freund. Wie das Ganze weitergehen wird, werdet ihr dann im nächsten Part sehen. Ich weiß, es ist jetzt ein böser Cliffhanger, aber ja, ich möchte einfach
den Part nicht ganz so lange halten, weil ich das Gefühl habe, irgendwie, also mir wird das dann einfach zu langweilig. Okay, Erik ist anscheinend nicht da. Aber wir werden uns noch ein bisschen mit Carly anfreunden. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich habe noch keinen Kommentar des Tages rausgesucht. Nina, warum bist du denn so eine dumme Nuss? Der heutige Kommentar des Tages kommt von Mrs. Girl und sie schreibt, ich war schon mal in Paris und es war richtig cool. Das war übrigens unter dem letzten Legacy Challenge Part. Ich war sogar oben auf dem Eiffelturm. Ich war sogar auf dem Eiffelturm ganz oben. Du musst da unbedingt mal mit Malte hin, denn es ist die Stadt der Liebe. Ganz genau so sehe ich das auch. Also ich möchte auch unbedingt mal mit Malte dorthin. Das war auf jeden Fall der Kommentar des Tages. Vielen Dank an dich und ich grüße dich hiermit und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss!